herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und zwar haben wir heute den Horsch Joker 12RT von dem Autor Giants Software. Es erhält für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series. Ist unter Geräte Scheibenengel oder Scheibeneggen zu finden. Information: Wir haben 10 Tonnen. Benötigte Leistung sind 360 PS. Hat eine Arbeitsbreite von 12,20 Meter, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 18 km/h und die Reifen T404. 109.500 Euro Standard in der Anschaffung. Basiskosten betragen 2.190 pro Arbeitstag, 1.095 pro Arbeitsstunde, 2.299 und 5.584 im Leasing. Konfigurationsmöglichkeiten haben wir keine. Ich würde sagen, wir schauen sie uns einfach an. Ich habe die auch schon vorbereitet. Wie gesagt, Geräte Scheibenengen zu finden. Da haben wir das große Geschoss. Und zwar in der Heckpartie. Elektrische Verbindung steht. Wir haben Hydraulikanschlüsse, die da sind, wo sie hingehören. Wir haben eine Anhängerkupplung über Unterlenker. Ansonsten texturmäßig brauchen wir uns natürlich nicht drüber streiten, ist von Giants. Er sieht gut aus. In der Heckpartie haben wir Warntafeln, Lichteinrichtungen, die schauen wir uns gleich an. Und jetzt schauen wir uns die mal im Arbeitsmodus an. Und zwar, der Blinker links funktioniert, der Blinker rechts funktioniert. Der Warnblinker. Dann haben wir das ganz normale Licht, funktioniert, und das ganz normale Bremslicht. Auf der Taste X können wir es ausklappen, natürlich mit Sound. Und schon haben wir eine Arbeitsbreite von 12,20 Meter. Wir senken das Ganze ab. Haben vorne natürlich Tasterreifen. Und die Erde wird natürlich schon durchgemengt. Man sieht auch die Animation an den Blättern. 17 km/h. Ich glaube, ich habe nicht volle Leistung, aber so 17-18 km/h zieht er oder fährt er auf jeden Fall. Ist, was ich gesehen habe, damals im 19er eine Scheibenecke, die ziemlich oft verwendet wurde. Einfach durch die Schlagkraft, die diese Scheibenecke bietet. Da schafft man einiges. Wendekreuz passt auch. Das ist alles schön. So, was schön ist, fahren wir noch einmal zurück. Auch hinten an den Andruckwalzen sieht man natürlich auch, wie die Erde bewegt wird. Und an den Tellern natürlich auch. Das ist eine schöne Scheibenegge, aber auch, ich sage jetzt mal, ziemlich teuer. Über 100.000 für eine Scheibenegge ist zwar nicht gerade günstig, aber ist machbar. Und zwar schauen wir einmal in die Lok. Die Lok ist komplett sauber. Also könnt ihr euch ruhig runterladen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und um keiner meiner weiteren Videos zu verpassen, gerne die Glocke aktivieren, die euch immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Manuel.